So, beide sind da. Ist in Arbeit. Kannst deinen Mob abziehen? Ist meiner? Jawohl. Ja. Bin bereit. Alles klar. Ich mach jetzt auch noch weg. Höre. So. Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Wir befragen jetzt hier oben erstmal alle. Ja, alles klar. Wir haben erste Hinweise, wo sich die mutmaßlichen Terroristen verstecken könnten, erhalten. Okay. Wir sollten jedoch noch weitere Personen befragen, um sicherzugehen, dass wir die richtige Wohnung stürmen. Schöne Scheiße. So. Bin bereit. Wird gemacht. Ja? Ist in Arbeit. Was gibt's? Wo ist denn hier die nächste Person? Höre. Was gibt's? Ach da! Ja gut, dann lasse ich euch erstmal alle einsteigen. Ja, wird gemacht. Was gibt's? Ne? Dann lasse ich euch jetzt einsteigen. Und dann fahren wir mal eben schnell zur anderen Seite eben rüber. Weil mit dem Auto geht's jetzt deutlich schneller als mit dem... Bin bereit. Als wenn wir eben zu Fuß hinlaufen. Ne? Dann machen wir direkt auf dem Bahnhofsvorplatz. Okay. Weil wir müssen jetzt nur noch vier Personen befragen. Der Spyro kann sich das jetzt übrigens ganz genau ansehen, damit er jetzt ganz genau sieht, wie man es am besten macht. Also die besten Skills, aha. Höre. Um mich auch. Jawohl. Ich weiß nicht, wie viel Städte du schon abgepackt hast. Höre. Aber was Emergency 17 angeht, darfst du mir ruhig ganz entspannt nachsprechen und sagen, dass ich da absoluten Plan von habe, wa? Mhm. Ja. Bitte? Was die Polizeiarbeit angeht, ja. Den Rest weiß ich immer noch. Jawohl. Bist du gemein zu mir? Bist du gemein? Wir haben das Versteck der Terroristen nun eindeutig identifiziert. Bin ehrlich. Bin dabei. Naja, ehrlich ist eine ganz andere Geschichte, wa? Notruf. Brandausbruch im Müllbehälter. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände. So. Aha, besser ist, weil jetzt geht's hier jetzt gleich richtig rund. So, das heißt, ich brauche SEK, Helikopter. Ich brauche SEK da. Landen. Und ich brauche Mannschaftstransportwagen auch da. Alles klar. Weil ich muss jetzt mit den SEK-Beamten, muss ich jetzt das Gebäude stürmen. Session so gesehen, ja. Das Gebäude liegt auch nicht wirklich nett, also. Nee. Und ich gehe davon aus, ich werde mit mehreren, deswegen schicke ich auch zeitgleich noch ein, wo ist mein Helikopter? Boah, ey, du Tankröschi, fährst du mal auch vernünftig schnell. Erwarte Befehle. Du Wird kannst gemacht. Auch nach Hause. Weil der Heli ist da. Höre. Wird erledigt. Rüste mal da bitte, landen jetzt. Ach gut, landen musst du jetzt nicht, aber du kannst schon mal bitte die ganzen Leute abseilen. Höre. Okay. Jawohl. So, dann kannst du jetzt bitte da landen. Ein Überfall hat sich ereignet. Da musst du dich jetzt auch noch ein bisschen drum kümmern, ja? Beute ja, auf ich der weiß. Festnehmen und abtransportieren. Und kümmern Sie sich um das Verletzte. So, mit 5 SEK-Beamten sollte ich das wohl in den Griff kriegen. Der Täter versucht, das Einsatzgebiet zu verlassen. Sofort aufhalten. Einsteigen. Sie haben das Gebäude gestürmt. Transportieren Sie nun den Terroristen ab. Was gibt's? So, dafür haben wir jetzt den Mannschaftstransportwagen vorbereitet, ne? Aha. Acht
Einsatzkraft wird angegriffen. Bin ich gut oder bin ich gut? Ich bin einfach gut. Der Mannschaftstransportwagen bringt so zu den Arrestzellen in der Basis. Höre. So, der SEK-Mann, den schicke ich hier zum Hauptquartier, dann können wir den nicht gleich aufnehmen. Ernsthaft? Verstanden. Jo. Warte. Ich warte darauf, dass sie jetzt dass hier meine SEK einsteigen. Und dann komme ich mit dem dem Heli eben rum, ja? Ist in Arbeit. Bring dein Auto in Sicherheit. Und lass und pack die Sunnies wieder rein. Bist du Jack? Pack die Sunnies rein. Der SEK-Helikopter ist unterwegs. Notruf. Person ist schwer erkrankt und muss versorgt werden. Stellen Sie. Kümmer du dich jetzt erstmal bitte um die. Wenn nötig, transportieren Sie sie ab. Na gut. Ist geklärt. Die Situation ist ganz einfach geklärt. Achtung, gut. Eine Einsatzkraft wird angegriffen. Ist in Arbeit. Ich kümmere mich. Okay. Ich kümmere mich hier um den medizinischen Notfall eben, ja? Ja, mach bin bereit. So, okay. Verstanden. Wird gemacht. Höre. Bin bereit. Aussteigen und bitte. Bin dabei. Was hast du? Kopfschmerzen hast du? Kopfschmerzen? Und was hat sie denn? Stethoskop an und na, ansteckende Schweinegrippe hat sie wieder. So, was, du bist im Haus gelandet? Okay. Bin bereit. Komm, wird erledigt. Wieder ab zum Haus. Oh, kriegst du das da unten in den Griff? Müsste ich eigentlich. Okay. Wir haben eine Meldung über eine Person mit schweren gesundheitlichen Problemen erhalten. Stellen Sie Ihren Zustand fest. Anschließend muss sie versorgt und abtransportiert werden. Okay. Ich bin. Höre. Wird gemacht. Jetzt gleich zum medizinischen Notfall unterwegs. Erwarte Befehle. Weil du bist ja wahrscheinlich noch ein bisschen beschäftigt, wa? Ja. Alles klar. Oh. Verstanden. Wenn du Hilfe brauchst, sag's. Bescheid. Sag Bescheid. Ein Schlepper hast du auch? Ja, ist unterwegs. Okay. Ich frag nur. Zu Befehl. Oh, du kannst wieder nach Hause. So, die Person wird jetzt auch gleich medizinisch versorgt. Der Notarzt ist schon unterwegs. Bin bereit. Ist in Arbeit. Oh, komm. Jawohl. Aber witzigerweise, jetzt läuft's einwandfrei. Und zwar auch schon eine etwas längere Zeit. Erwarte zu Befehl. Und das ist das, was mich eigentlich ein bisschen nervt an der Geschichte. Ja. Aber gut. Oh, er hat einen Lungenriss. Aua. Au. Wie hast du das denn hingekriegt? Höre. Hast du ein bisschen zu viel Sport getrieben oder was? Ah, nee, er hat eine Bommelmütze. Nee, er hat keine Bommelmütze auf, aber er hat dicke Winterkleidung an. Aber das dürfte maximal Überhitzung sein und nicht Lungenriss. Gucken wir mal hier die Ampel an, wo wir gerade mal die Möglichkeit haben. Schaltet die auch um? Ja, die schaltet um. Das ist schön. Das ist sehr schön, dass die Ampel dann ja auch automatisch umschaltet. Aha. Dass es da auch Ampelphasen gibt. Dass das implementiert wurde, das
zeugt wirklich, das sind solche kleinen Details, die es wirklich sehenswert machen, die Spiele. Ja, nur wenn ich mir angucke, wo gerade mein Auto reingefahren ist. Ich will's nicht wissen. Ja, das ist dann wieder lächerlich, ey, komm, ey. Ne, aber das sind halt so kleine Details, die es dann auch wieder rausreißen auch. Ne? Wo man auch wirklich sagt, okay, das habt ihr gut gemacht. Ne? Also ich meine, wir meckern auch über Sachen, die wirklich, wirklich, wirklich nervig sind. Keine Frage. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Ich meine, die KI-Wegfindung ist immer noch teilweise grotte, also es ist schon besser geworden als gegenüber. Da ist ein Polizeiauto, was abgeschleppt wird gerade. Ja, nachdem es sich irgendwo im Innenhof geparkt hatte, der Abschlepper, habe ich ihn dann auch mal gefunden. Ah ja. Ja, also das war jetzt halt wieder so eine merkwürdige KI-Wegfindung. Ja, ja. Aber man muss dazu sagen, auch... Die Straße stand von mir relativ zu, also das gebe ich auch zu. Ja. Da kann ich das schon irgendwo nachvollziehen, dass er irgendwie vielleicht den Weg nicht mehr findet. Mhm. Also ansonsten ist die KI-Wegfindung schon um einiges besser als in vorherigeren Teilen. Ja, beziehungsweise 17, Emergency 17 ist ja ein DLC zu Emergency 5. Das darf man ja nicht vergessen. Ja, aber da haben sie im Gegensatz zu 5, wo Autos einfach mal im Wasser standen und solche Späße schon einiges getan. Ja, also da muss man wirklich sagen... bist du jetzt auch bei Grün über die Ampel? Ja, du bist sogar bei Grün über die Ampel gegangen. Wie cool. Ja, schneller, schneller. Die Autos wollen weiterfahren, die hier gar nicht stehen. Na, aber man muss wirklich fair dazu sagen, hier steht übrigens noch ein Notarzt. Achtung, von dir. Brandstiftung. Aus einer psychiatrischen Klinik ist ein bekannter Brandstifter. Ja, kümmere dich mal drum, ich versuche den einzusammeln. Er befindet sich im Einsatzgebiet und hat bereits ein Gebäude in Brand gesteckt. Ja. Wahrscheinlich wird er sich weitere Ziele suchen. Genau. Nehmen Sie ihn so schnell wie möglich fest und transportieren Sie ihn ab. Womit kriege ich ihn am besten weg? Mit dem Notarzt. Höre. Okay. Kein Problem. Wenn ich so ich würde so spontan auf den Notarzt tippen. Sofort. Oh, und... Kein Problem. Wird erledigt. Nee, das ist ja ein Witz. Die haben ja alle ihre Besatzung. Ja, da musst du einen Notarzt auswählen. Einen Linksklick auf den Notarzt machen. Dann verschwindet der nämlich. Und dann schickst du nämlich ein leeres Fahrzeug raus. Okay, verstanden. Ja. Alles gut. Gängige Praxis bei mir, wenn ich irgendwelche Polizisten unterwegs liegen lasse. Ja, es kommt, aber ey, komm, wie schnell kommt das auch wirklich vor? Ja, klar. Wird erledigt. Ist in Arbeit. Gerade bei Aufgaben, wo, jetzt bei Demos oder wenn irgendwelche Personen festgenommen werden müssen, gerade dann ist das natürlich absolut beliebt. Dann ist das wirklich beliebt. Hab ich auch... etliche Polizeifall-Leute, die da einfach unmotiviert in der Gegend rumstanden. Ja, stimmt, ist, manchmal ist es ja gar nicht schlecht, wenn die da genau dann auch immer rumstehen. Ja, aber offen gestanden, es ist entspannter, kein Problem. Wenn es funktioniert. Ja, das erwartet Befehle. Verstanden. Notruf. Jawohl. Brand meine. Gut. Ursache unbekannt. Gut. Löschen Sie alle Brände. Höre. Der Streifenwagen bringt den Gefangenen zu den Arrestzellen der Basis. Gut gemacht. Okay. Die Nummer ist auch durch. Und das ist ein Müllbrand. Wuhuhu. Ich gehe schon mal lieber einen zweiten Lösch. Doch. Wegen dem Haus jetzt, oder was? Ja. Nein. Aber wir haben eine katastrophale Hitzewelle. Das heißt, wir werden richtig viel Spaß haben jetzt. Wir werden richtig viel Spaß mit Bränden. Mit verletzten Personen. Oder wenn wir mit Personen kriegen.